Und dann fallen Sprüche oder ein Kind fällt auf die Schnauze und du darfst halt nicht lachen. Das ist halt ein großes Problem. Dino, Dino, was ist los? Wir haben exakt 0 anfangen. Oh, krass. 14 Uhr und 0 Millisekunden. Wir kommen hier rein und wir spritzen nur so mit Energie und Sperma um uns. Das ist der absolute Hammer. Warum? Wir haben keine Notizen. Das ist der Brennpunkt Hörerwunsch. Wir haben uns nichts aufgeschrieben, nichts vorbereitet. Denn es geht heute nur um uns. Es geht um mich, um dich. Und am allerwenigsten geht es um euch, Leute. Nur so ein bisschen vielleicht, weil der Wunsch von euch kam. Ja. Denn der liebe... Wie heißt die Person, die es eingereicht hat? Greywolf war es erneut. Ja. Zum dritten Mal schon, kann das sein? Ich glaube zum zweiten Mal. Hat sich gewünscht, dass wir über unseren Werdegang sprechen, also was wir gemacht haben in unserem Leben. Werdegang, das ist schon so ein Wort. Aber können wir gerne machen. Ich sehe mich da nicht so. Ja. Aber sprich mal über deinen Werdegang, Tino. Oder vielleicht als Vorwort, ja? Ich habe das jetzt nicht so drin. Ich bin nicht so, ich spuck so ein bisschen auf dich. Ja, du bist ja für mich ein bisschen der Teufel. Du bist hier der Kapitalist, ja, der das System am Leben hält. Ja, ich bin derjenige, der hier sich gerade so zurechtzwirbelt und du bist hier, ja, ich mach groß Karriere, ne? Lass zu Hause Frau und Kind vor sich hin schmoren und so. Das ist der Tino, jetzt kommt's raus. Und ich bin halt so, komm, ey, wenn's nach mir ginge, ich brauche halt nichts so, ich will halt nur nicht arbeiten. Nee, aber das ist... Du asozialer Punk, du Zecke. Nein. Also ich möchte betonen, ich habe keine Frau und kein Kind. Für die mit mir schlafen wollen, ich bin verfügbar. Okay. Also, vielleicht das nochmal ausführen. Im Grunde kann man das schon sagen, ich finde das voll in Ordnung, wenn Leute sagen, ich möchte nicht arbeiten. Ja, ich auch. Deswegen bin ich auch Politiker geworden. Ja, okay. Nee, das Ding ist ja, du wirst nicht geboren, es ist nicht in deiner Genetik enthalten, dass du jetzt 9-to-5 so einen typischen Job machst. Das ist ja nicht biologisch. Nee, auf keinen Fall. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn Leute sagen, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Da gibt es ja auch Studien, das ist besser für die Psyche und für die Arbeitsmoral, als wenn du am Tag nur 5 Stunden arbeitest. Zum Beispiel. Und dort produktiver bist tatsächlich. Ja. Und es ist ja auch nicht so, ne, wie gesagt, wenn ich sage, ich möchte nicht arbeiten, ist es gewissermaßen ein Joke, aber gewissermaßen auch nicht. Denn, wie gesagt, das ist halt wirklich was mir so richtig so von Grund auf widerstrebt. Ich kann das natürlich machen, so wenn das einzelne Events sind, so gehe ich da super gerne hin, ja. Oder wenn ich hier mal, ne, wenn ich mal bei einer Fernsehsendung bin, wenn ich mal bei einer anderen Fernsehsendung bin, da sage ich jetzt nicht, oh nee, lasst mich in Ruhe, aber dieses jede Woche von Montag bis Freitag irgendwie von da bis da irgendwo zu sein, das ist so ganz tief in mir drin, so ein richtig ekelhaftes Gefühl. Deswegen geht erstmal ein fetter Respekt raus an alle, die das machen. Weil irgendwie läuft es ja dadurch, ja. Die halten ja also gerade irgendwie soziale Berufe und auch Putzkräfte und was weiß ich, Leute, die irgendwie Kläranlagen auspumpen und so ein Shit. Das muss ja alles passieren. Und es ist ja auch nicht so, dass man dann gar nichts tut, wenn jetzt zum Beispiel das große Konzept Grundeinkommen, ja. Ja. Ist meine feste Überzeugung, dass dann nicht alle irgendwie zu typischen Harzern, zu Klischee-Harzern werden, dass die einfach nur rumchillen und nichts tun. Ja. Sondern ich merke ja von mir, dass ich dann halt einfach ganz andere Sachen mache. Dann übe ich halt mal Gitarre so. Dann schreibe ich halt mal irgendwelche Texte, wozu du vielleicht sonst einfach nicht die Muse hast oder so. Dann probierst du mal wieder was ganz anderes aus. Auch soziales Engagement. Ich glaube, dass viele sich engagieren würden, wenn sie Geld bekämen für nichts tun. Erstmal. Die würden dann wahrscheinlich ganz freiwillig irgendwie, was weiß ich, Obdachlosen helfen. Was weiß ich. Auch ohne YouTube-Klicks. Ja. So. Und deswegen, also ich mag das einfach so, frei zu sein und irgendwie machen können, was ich will. So einfach mal auch hier und da was ausprobieren. Wie jetzt zum Beispiel auch dieses Philipp Amthor, das Herr Newstime in Real Life Video so. Das hätte halt auf dem Hauptkanal keinen Platz gefunden, weil es halt deutsch ist. Und auch so ist es ja jetzt nicht prankig. Das war einfach nur so ein Impuls. Das mache ich jetzt einfach mal. So. Ja. Und es ist ja super gut angekommen. Es hat jetzt irgendwie auch schon 40.000 Aufrufe oder so, was für den Zweitkanal ultra viel ist. Und es ist einfach geil. So. Ja. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, auch so ein anderes, was ich jetzt wieder mache, mehr, ich reagiere auf Spam und so, dass man sich so, deswegen liebe ich ja das auch, was ich mache, dass man sich einfach so ausprobieren kann. Wenn ich jetzt Bock hätte drauf, okay, vielleicht interessiert das keinen, aber ich könnte jetzt auch einfach eine Kochshow machen oder so, wo ich jede Woche zeige, wie ich mir Pissetoast mache, weil was anderes fresse ich nicht, sind wir mal ehrlich. Und all das ist möglich. So. Und ich habe dabei halt nicht die Ambition,
irgendwie super bekannt zu werden oder super reich oder so. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, sollte, selbst bei der Millionärswahl, können wir dann nochmal dazu kommen, sollte mir irgendwie übelster Reichtum zukommen. Mhm. Ich würde nicht wollen, dass ich dann irgendwie, ja, dann kaufe ich mir ein großes Haus mit einem fetten Auto davor und so und dann den größten Fernseher oder so. Dann würde ich lieber dafür sorgen, dass irgendwie 3, 4, 5 Leute davon leben können und man das zusammen machen kann. Ja. Das wäre eigentlich das Geile für mich. Und nicht irgendwie, oh, ich alleine, jetzt lege ich das mal auf die hohe Kante oder kauf mir Gold oder was auch immer, ne? So, das ist immer mein Ansporn, keine Ahnung. Oder natürlich Reisen so, aber Reisen kannst du theoretisch auch low budget. Also ja, das geht. Da musst du jetzt nicht, wenn du die Zeit hast, wenn ich eine sichere Einkommensquelle habe, kann ich ja theoretisch auch einfach mit dem Zelt irgendwie rum. Der Weg ist eh das Ziel. Mhm. Ja. Ich muss jetzt nicht jeden Tag woanders hinfliegen. Ist natürlich auch mal ganz nice gewesen, irgendwie billig zu fliegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte es vorne anschieben. Ich bin nicht so der Karrieremensch. Ja. Ich finde es natürlich, also ich, in der jetzigen Zeit ist man natürlich auf Geld angewiesen. Das ist so ein bisschen problematisch. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Sachen nicht gemacht, weil ich da halt einfach keinen Bock drauf habe. Das fällt mir jetzt quasi auf die Füße, weil ich jetzt so auf Patreon und sowas angewiesen bin dadurch. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber immerhin habe ich dafür keinen Clickbait gemacht. Ja. Das kann man ja auch sich mal an die... Du kannst in den Spiegel schauen, ja. So, ja. Zu der Hochzeit damals, also hätte ich da noch irgendwie, die Videos sind ja so schon abgegangen, hätte ich die da noch irgendwie XY genannt und noch ein paar Boobs in die Thumbnails und so, hätte man ja alles machen können und am Ende sagen, ey Leute, jetzt hier bitte alle subscriben, reindrücken. Gut, mache ich jetzt teilweise auch, zumindest, naja, weiß ich nicht wirklich, manchmal ironisch und so. Aber ist egal, ich wollte einfach nur sagen, vorne angestellt, ich habe jetzt nicht die Ambition, hier krass Karriere zu machen an sich. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich bin da ja ähnlich eingestellt, dass ich auch keinen Bock habe, von Montag bis Freitag einen geregelten Job zu haben. Deswegen ich mich ja schon immer bemüht habe, irgendwie im Schauspiel mich durchzusetzen oder in die Politik zu gehen. Ich meine das ja ernst, dass ich gerne in den Landtag möchte, einfach um Geld zu bekommen für wenig tun. Mhm. Ich will nicht faul sein, ich will nichts beitragen. Mir geht es nur darum, dass ich einfach mein Leben möchte. Ich möchte es eben auskosten und was bringt mir denn einen Job, der mir Sicherheit gibt, wenn ich irgendwie von früh bis spät im Büro sitze und von meinem Leben nichts habe und dann der Reichste auf dem Friedhof bin. Das bringt mir ja auch nichts. Ja, das mag sein. Ist aber noch was anderes. Also gut, ich würde wahrscheinlich, wenn sich das anbieten würde aus dem Nichts, würde ich wahrscheinlich auch erstmal nicht Nein sagen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel... Aber zu was denn? Naja, es muss ja kein solcher Beruf sein. Das ist ja nicht nur das. Es ist ja auch irgendwie, was weiß ich, jetzt der nächste... Christoph Waltz zum Beispiel, wenn du in so eine Situation kommst, wenn Tarantino mich anfragen würde für einen Film, würde ich aufgrund Tarantino nicht Nein sagen, natürlich. Hm. Aber das ist jetzt nicht mein Ansporn, da hinzukommen, das meine ich. Hm. Und das wäre ja jetzt nicht so ein 9-to-5-Job, sondern ich sitze im Büro und langweile mich. Genau. So, aber ich glaube, klar würde ich das machen, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Antrieb. Und für dich vielleicht noch eher, dass du irgendwie denkst, okay, ich will jetzt hier schauspielen und vielleicht auch da irgendwo hin. Eine gewisse Karriere meinst du, ja. Ja, das steckt ja in dem Wort Werdegang so ein bisschen auch drin, ja, oder? Ja, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Da rede ich oft mit Kollegen vom Theater, wo ich war oder mit Filmkollegen und auch mit Leuten, mit denen ich Musik mache. Rede ich darüber, dass man ja nicht Schauspieler wird, um im Keller für sich zu spielen. Man will natürlich vor Leuten sein. Aber mein Zwiespalt ist ein bisschen, ich möchte meine Ruhe haben, wenn ich nicht auf der Bühne bin. Also ich bin nicht jemand, der dann aufgebrezelt in die Stadt geht und angesprochen werden möchte. Hm. Es passiert, dass Leute mich ansprechen, mich nach Fotos fragen. Es passiert seltener, was passiert. Das finde ich persönlich auch eher, naja, ich will nicht unangenehm sagen, aber... Ja, aber auf dem Level, was wir jetzt haben, ja, vielleicht noch bei dir noch ein bisschen mehr als bei mir, ist es doch noch angenehm, ja. Ja, aber, genau, ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass es scheiße ist, es ist, ich müsste es auf jeden Fall nicht haben. So. Aber mich nervt ja jetzt schon, also nicht mal aufgrund meiner Mini-Prominenz, aber ich kann nicht einkaufen gehen, ohne mit jemandem zu sprechen, auch aus dem persönlichen Feld. Ich kenne ja viele Menschen durch meine Engagements und durch Freundeskreise, ich kenne viele, viele Leute und es gibt Tage, an denen ich mich nicht wohlfühle, ja, in denen ich Kopfschmerzen habe und ich will einfach nur einkaufen gehen, mir eine Ingwerwurzel kaufen. Mein veganes Süppchen machen. Ja, ist so. Und dann und ein bisschen die AfD beleidigen. Es ist ja hier so, wenn ich hier einkaufen gehe, in der Gemüseabteilung ist dann ein guter Kumpel von mir, dem ich erstmal schnacke. Ich mag ihn, ja, und ich mag auch alle anderen, die ich so treffe, aber es gibt so Tage, da habe ich einfach keine Lust, mit jemandem zu reden und das fehlt mir so ein bisschen. Und deswegen will ich eigentlich nicht in dem Sinne berühmt sein, dass ich angesprochen werde, aber ich
werde gerne auf der Bühne bewundert und dass Menschen mich kennen, das habe ich schon ganz gerne. Ja, also ich glaube auch jeder, der sagt, ich mache irgendetwas, was Leute sich angucken kann und es ist mir völlig egal, was die Leute sagen oder so, der lügt halt einfach. Ja, ist so. Also wie gesagt, dieses auf der Straße, das, ich habe halt selber, das habe ich auch schon oft gesagt, diesen Fankult nicht, deswegen ist das so befremdlich für mich. Selbst wenn ich Jackie Chan treffen würde, würde ich wahrscheinlich, klar, Foto machen, aber ich hätte nicht dieses, oh, ich piss mir jetzt ein, Alter, was geht ab, so. Und Jackie Chan ist, glaube ich, schon echt so mit meiner Nummer 1 von Leuten, die ich so mit Recht. Wo ich einfach auch viele Jahre dabei bin und so. Und den ich, klar, da gibt es auch viel Scheiße aus seinem Privatleben, das interessiert mich alles nicht. Seine Filme finde ich einfach super geil. Und wahrscheinlich ist das so die Nummer 1. Ich glaube, es gäbe keine Person, bei der ich mich mehr freuen würde, wenn ich die mal sehen würde. Vielleicht Farin Urlaub so. Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, aufgeregt wäre ich jetzt nur bei Leuten wie Farin Urlaub oder bei Till Lindemann, das sind so Leute, die, das sind meine Helden. Aber eigentlich muss ich sagen, würde jetzt auf der linken Seite Bruce Willis stehen, auf der rechten Seite steht ein Schauspieler vom DNT, vom Theater hier. Da bin ich eigentlich, würde ich eher zum DNT-Schauspieler gehen, weil das für mich eher ein Held ist als Bruce Willis. Klar, das ist ein Hollywood-Star und ich mag ihn auch sehen bei Stirb langsam und so, aber für mich, ich krieg eher ein Herzkasper, wenn dann irgendwie Lutz Salzmann vom DNT hier an der Kasse vor mir steht. So, da bin ich eher so, oh Gott, der hat, der hat Faust gespielt, so, der ist hier eine Legende. Da bin ich aufgeregt, als wenn, bei mir Bruce Willis ist mir egal, ja, wenn der mich nicht leiden kann oder mich für dumm hält. Aber das eine ist ja irgendein Schauspieler und der andere ist für dich ein Idol. Wenn jetzt der Bruce Willis stattdessen Jackie Chan ist vielleicht auch noch. Aber auch der ist für mich kein Idol in dem Sinne. Wen dann noch? Dann halt Farin Urlaub, was weiß ich. Ja, okay. Ja, dann wär ich, aber bei dem weiß ich auch, dass der sehr seltsam ist. Also, dass er sehr launisch auch sein kann und den will ich gar nicht treffen. Man sagt ja auch, triff nie deine Helden und ich will auch Farin Urlaub niemals treffen und ich will auch vielleicht Till Lindemann nicht treffen, weil ich habe noch Illusionen von denen. Deswegen will ich die gar nicht unbedingt treffen. Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das gut, dass wir es als Vorwort machen. Ja. Das mal zu klären. Aber wie gesagt, das fehlt mir halt einfach sehr, dieses übelst gehypt sein, so die Idol, ja, dieses Wort gibt es für mich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich feiere die Filme, aber ich würde jetzt nicht sagen, Jackie Chan ist mein Idol oder so. Und deswegen ist das einfach umgedreht für mich so ein bisschen befremdlich, wenn Leute zu mir kommen. Aber ich sage natürlich nicht, es ist nervig, es ist nicht scheiße. Ich nehme das Kompliment an, vielen Dank. So. Und genau, das dazu. Ich bin noch zum Schluss, also zum Schluss zu dem Thema. Ich bin mal in Suhl angesprochen worden von einem Kind mit seinen Eltern und das Kind hat mich für einen YouTuber gehalten und ich weiß gar nicht, wie das sein kann, weil ich mache aktiv keine YouTube-Videos. Ich habe, weiß ja nicht, 800 Abonnenten mal gehabt auf meinem alten Kanal, den ich gar nicht mehr betreibe. Und der kann mich gar nicht kennen, der muss mich verwechselt haben. Und das fand ich auch sehr befremdlich. Und ich habe dann überlegt, wer das sein könnte. Hat er mich für Klängern gehalten, weil ich ein bisschen so aussehe, wenn ich rasiert bin und meine Brille trage und so. Und da habe ich gemerkt, es macht schon Spaß, dann auch mit Leuten so in Kontakt zu treten, wenn es halt ab und zu ist. Klar, absolut. Auch wenn du immer sagst, hier, ich wurde im C-Keller angesprochen, geile neue Podcast-Folge genau, und sowas. Genau, das ist ja schön. Da freut man sich ja auch drüber, auf jeden. Und, aber es geht ja um unsere Werdegänge. Genau, deswegen. Wie ist das bei dir gewesen? Du hast ja Abi gemacht, ne? Abitur? Beim zweiten Anlauf. Ist ja egal. Nee, also, das hatten wir, glaube ich, auch bei der Schulgeschichten-Podcast-Folge schon. Weiß ich nicht genau. Wegen Physik musste ich wiederholen. Ich hatte 0 Punkte in Physik, bin dann vom Grundkurs Physik in den Leistungskurs Physik gekommen. Das ist ein großer Spaß. War dann kurz vorm Abi wieder auf 0 Punkten. Dann haben wir noch ein Experiment gemacht. Das habe ich alles abgeschrieben bei meinem Nachbarn. Und habe 15 Punkte bekommen, habe mich dadurch zum Abitur zugelassen bekommen. Und dann habe ich 2011 das Abi gemacht, obwohl ich hätte 2010 machen können. Aber es hat mir auch gefallen in der Schule. Also mal ganz ehrlich, Schule war schon nice. Ja. Ich bin auch mit 17 erst in die Schule gekommen. Mit 7. Ich war relativ lang im Kindergarten oder eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur, weil ich halt so in den Sommerferien Geburtstag habe, ist das so das kann sein, gerutscht. Ja. Dass ich relativ, also wäre ich quasi ein Jahr früher, wäre es wahrscheinlich zu früh gewesen, so, weil ich da gerade erst 6 geworden bin. Und so war es halt ein Jahr später, deswegen war es irgendwie ein bisschen. Finde ich auch schöner, wenn man das ein bisschen rauszögert, also lieber ein Jahr länger im Kindergarten sein, dass du auch ein Jahr mehr Kindheit, so, das finde ich immer ganz, ganz schön eigentlich. Ja, also Grundschule war jetzt nicht, eigentlich, ich kann mich über die Schulzeit überhaupt nicht beschweren. Das war eigentlich durchgehend geil. Doch, nee, schon. Also so gewisse Lehrer haben mich schon gestresst. Auch so tägliche Übungen bei Mathe und so, die bewertet worden sind. Es war schon ein Spießrutenlauf in Mathe manchmal. Ja. Aber ansonsten war ich gerne in der Schule. So Freunde treffen und ich hatte halt echt so
Also, sorry, dass ich dir da reinfahre. Ja, aber hast du gar nicht. Bevor wir von Mathe weggehen, meinte ich jetzt. Ja. Ich hatte halt echt so dieses. Ist mir scheißegal. So, es war mir wirklich scheißegal, ob ich schlechte Noten kriege. Ich bin ja dann mit 2,4, glaube ich, im Durchschnitt raus. Durch Mathe und Physik hat mich halt hart runtergezogen. Konnte ich teilweise durch meine Seminarfacharbeit, 15 Punkte Kolloquium, konnte ich dann nochmal ausgleichen. Aber es war mir auf dem Weg dahin einfach fucking egal. Ja. Ob das was Gutes ist oder nicht, das müsst ihr für euch betrachten. Aber das ist doch normal. Ich hatte halt nicht diese harte Panik. Und trotzdem habe ich ab und zu nochmal einen Traum, dass ich irgendwie eine Mathearbeit schreiben muss. Und das sind, glaube ich, so die einzigen Albträume, die ich manchmal habe. Habe ich immer noch auch, dass ich eine Prüfung nachholen muss fürs Abitur oder so. Völlig wahnsinnig. Obwohl ich im Traum weiß, ich habe schon studiert. Aber irgendwie bin ich ja wieder in einer Klasse gefangen, weil es dann irgendwie hieß, du musst noch eine Arbeit nachholen, so aus der 8. Klasse oder sowas. Ganz merkwürdig. Aber hast du denn gejobbt eigentlich neben der Schule? Neben der Schule auf jeden Fall nicht. Ich wollte mal, meine Eltern waren da eine Bedarfsgemeinschaft oder wir als Familie. Das heißt, ich hätte gar nicht wirklich Geld verdienen können, zusammen mit meinem Kumpel Nils. Der hat bei uns in Rewe angefangen, schön in Erringsdorf unten. Und ich wollte eigentlich auch, wäre richtig geil gewesen, weil ich auch damals schon, ich habe nur für Skateboards und vielleicht ein bisschen Zocken so Geld ausgegeben, sonst war ich auch übelst sparsam schon. Dadurch konnte ich mir auch viele Teile meines Lebens überhaupt erlauben. Und ich konnte es halt einfach nicht machen. Oder ich hätte quasi 40 Stunden tatsächlich gearbeitet und hätte aber nur 100 Euro die Woche im Monat gehabt davon, weil halt das andere meiner Familie quasi wieder weggenommen wird. Das ist halt ein bisschen ungünstig und das verstehe ich auch, das glaube ich bis heute noch so. Und ich finde dieses System eigentlich ein bisschen schwachsinnig, weil wie willst du denn irgendwie als sozial schwache Person da rauskommen, sage ich mal. Das ist ein bisschen dumm, aber bin ich nicht ganz so drin, um das jetzt bewerten zu können. Ja, wir waren jetzt nicht sozial schwach, also eigentlich schon, wir waren schon eigentlich als Familie relativ arm, sorry Mutti, aber hörst du eh nicht, kommt nicht im Radio. Aber meine Oma hat halt relativ viel Geld und hat dann immer unterstützt, wo es ging so. Und dadurch ging's. Ja. Man hat sich so über Wasser gehalten. Und ich hätte mir gern was dazu verdient, aber Vater Staat sagt nein. Ja, danke Merkel. Oder danke Schröder vielleicht noch. Schröder oder es ist auch echt Merkel nicht, war da noch. Es ist auch nicht so, mir wurde immer gesagt, ich bin faul und so, ne? Hört man ja. Oh, du bist so faul, du könntest so viel leisten in der Schule, wenn du willst. Aber das Punkt ist, ich bin halt nicht faul. Ich suche mir halt nur aus, ich suche mir nur die Sachen aus, wo ich meine Energie rein investiere. Ja. Wir haben ja damals zum Beispiel so eine Skatehalle aufgebaut. Und das ist einfach eine Sache, wo ich von Anfang an mit Leidenschaft dabei war. Und da habe ich, weißt du, Blut und Schweiß habe ich da reingesteckt. Jeden Tag war ich da und habe die Scheiße gebaut. Wir waren 15 oder so, wir hatten keinen Plan von nichts. Und wir haben da so einen geilen Scheiß aufgebaut. Ohne Ahnung. Natürlich viel zusammengeklaut. Aber ist ja völlig egal. Und wenn du die richtige Sache hast, wo du dabei bist, dann bist du halt auch nicht faul. So. Aber wenn ich halt in der Schule sitze und mir irgendwie Latein anhöre und ich weiß, ich werde nie, ich muss es machen. War vielleicht dumm, im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall Französisch genommen. Aber nun saß ich halt da in Latein. Auf jeden Fall weiß ich, ich werde nie Medizin studieren. Wozu brauche ich das hier? Ich kann es nicht sprechen. Also warum soll ich gerade hier meine Gehirnwindungen für verschwenden, mir Latein reinzuwursten? Ja, kann ich völlig nachvollziehen. So. Das ist nicht wirklich, wirklich zielorientiert manchmal in der Schule. Und du wirst dann an Sachen gemessen irgendwie. Also es gibt so einen roten Faden, an dem man sich dranklammern muss und dann wirst du halt bewertet. Dann, wenn du das nicht kannst, bist du dumm. Wenn du das nicht kannst, bist du halt faul oder irgendwas. Finde ich halt pädagogisch nicht wertvoll und ich bin eh ein großer Kritiker des Schulsystems, was wir hier haben. Und ich war tatsächlich jobben. Ich war auch parallel zur Schule schon. Zur Schule. Also ich habe ja schon früh angefangen mit Schauspiel. Also ich habe schon Filme gedreht, wo ich wann fing das denn eigentlich an? Es fing an im Faschingsverein so, dass ich da so immer so Sketche aufgeführt habe. Das waren so die Anfänge. Und meinen ersten Film habe ich dann gedreht mit 14. Und durch ein langes Casting, was ich gewonnen habe. Und dann habe ich halt schon gedreht und neben der Schule habe auch Freistellung bekommen. Ja, Tino muss halt bei uns drehen. Dann durfte ich manchmal früher von der Schule gehen, habe da ein bisschen Geld verdient. Und das waren so meine ersten Jobs. Was für mich keine Arbeit war. Für mich war das geil, so am Filmset zu sein, zu spielen, zu sprechen und was auf die Hand zu bekommen meistens. Und dann habe ich aber richtig in Anführungszeichen gearbeitet. Das war ab der 11. Klasse, das weiß ich noch, da habe ich die Schule gewechselt hier und dann war ich in einer Großküche von einem Freizeitbad und da war ich dann Servicekraft, also eine typische Aushilfe. Ich habe halt kassiert,
ich habe abgewaschen, Cocktails gemixt, Essen zubereitet, serviert und so. Und das war erst für mich sehr anstrengend, weil ich körperliche Arbeit in dem Sinne nicht gewohnt war. Ich musste auch bei uns zu Hause nie im Haushalt groß helfen. Ich habe vielleicht die Spülmaschine mal ausgeräumt und einen Hund Gassi geführt, aber sonst war meine Mutter da immer so, dass sie meinte, kriege ich alles schon alleine hin, was ich nicht machen werde als Vater. Mhm. Und da war das für mich so, ich bin dann nochmal ein bisschen reifer geworden durch diese selbstständige Arbeit zu putzen und so. Ich glaube, ich muss auch die Küche putzen am Ende der Schicht und so. Und habe mich dann hochgearbeitet. Also ich war dann auch richtig angesehen dort als Aushilfe und durfte sogar Schichten leiten. Hm. So war dann der Schichtleiter und durfte dann die anderen Aushilfen so rumkommandieren. Da war ich dann für 2,5 bis 3 Jahre, bis ich mein Abitur gemacht habe und darüber hinaus. 3 Jahre waren es sogar genau. Und habe da so auf 450-Euro-Basis da gearbeitet nebenbei und habe da mir Kohle verdient, habe mir Sachen kaufen können, bin viel gereist. Und es war eigentlich ganz nice, so Geld zu haben. Und ich habe auch in dem Dorf daneben dran gewohnt. Ich konnte auch mal Fahrrad fahren zur Arbeitsstelle. Und habe ich mit den Kollegen gut verstanden. Und es war eigentlich eine richtig geile Zeit. War manchmal auch sehr stressig. Also Gastronomie ist ja immer, also da habe ich riesen Respekt vor, wie Menschen da in der Gastronomie arbeiten können, ihr Leben lang. Da gehst du ja ein irgendwie nach vielen Jahren. Und das war so meine erste richtige Arbeitserfahrung tatsächlich. Wie bist du denn an diese Schauspielsache reingekommen, wollte ich nochmal fragen. Waren die da auch bei euch an der Schule zufällig? Nö. An meiner Schule gab es halt eine Zirkus-AG. Und da habe ich halt. Nee, ich meine, dass die diesen einen Tag, das hatten wir halt von Kika damals, dadurch ist Kalle da hingekommen. Also Stefan Tetzlaff, Krimi.de, dieses Dings, der hat am. Ist ja egal. Auf jeden Fall sind die durch die Klassen gegangen, haben gesagt, hier hat jemand da irgendwie grundsätzlich Interesse dran, so. Und alle halt so zu mir, ey, mach doch da mit, mach doch da mit. Und ich halt, nee, lass mich in Ruhe, ich will zocken und skaten, so. Und im Endeffekt sind dadurch halt so ein paar Leute da an Schloss Einstein und Krimi.de. Ja, das war ja früher noch sehr stark in Erfurt und Weimar, dass die halt hier an den ganzen Schulen, die haben halt Leute gesucht, Schüler gesucht, die in der Umgebung wohnen. Was zur Folge hatte, dass ihr Ensemble oftmals sehr schlecht war. Also du hast bei den 20 Kindern, die da gespielt haben, vielleicht mal 2 Talente oder 3 Talente gehabt, die gut die spielen konnten. Und der Rest war eher so eine Notlösung. Mhm. Inzwischen ist es ja so, dass die bei Saxonia, die das produzieren, die suchen jetzt bundesweit. Und deswegen ist die Qualität viel besser jetzt von den schauspielerischen Leistungen. Früher haben sie halt nur auf die Leute hier in Weimar Erfurt zurückgegriffen. Das fand ich halt immer sehr schade. Und ich war auch zum Casting, ich bin eingeladen worden damals für so eine Emo-Rolle. Oh. Habe mich aber nicht durchsetzen können, leider. Aber in meiner Schule waren die nicht. Ich war ja im Weimarer Land auf der Schule, nicht in Weimar direkt. Okay. Das gab es da nicht. Also ich weiß nicht, ich finde das bis heute und damals halt auch schon, es ist so unsexy, Schloss Einstein, ey, weil das nimmt sich alles so ernst irgendwie und es ist halt einfach scheiße. Sorry. Meinst du als Zuschauer oder? Nee, also die Sendung an sich. Deswegen sage ich ja zum Beispiel, nicht nach wie vor am Überlegen, mich bei sowas wie Hilf mir oder so mal anzumelden, weil das nimmt sich halt nicht ernst. So. Das hat nicht diesen Anspruch, auch was dazu, also was zu bieten, sowas eine schauspielerische Leistung, glaube ich. Das finde ich per se ja nicht schlecht, was zu bieten, aber es ist halt so, wie bei Videospielen das Uncanny Valley. Das ist so ein. Es steigt halt mit erhöhtem Anspruch, so. Aber es wird erst ab einem Punkt, also ganz oben wird es erst geil, sage ich mal. So dieser Mittelweg dahin, wenn es so halb geil ist, ja, der ist so richtig scheiße. Also wenn es sich super ernst nimmt, aber die schauspielerische Leistung halt nicht dem entspricht. Ja. Das ist einfach scheiße. Das stimmt tatsächlich. Das ist auch, was ich meinte. Und erst ab dem Punkt, wenn es halt wieder richtig gut wird, da ist es wieder fett so. Ja. Und dazwischen ist halt so ein großes Tal. Und am Anfang ist es halt auch für mich sehr hoch, wenn es sich halt nicht ernst nimmt. Ja. So. Und deswegen ist das so unsexy für mich, da überhaupt irgendwie mitzumachen. Selbst halt Krimi.de und so, das ist ganz gut, ja, aber, also für deutsche Verhältnisse, aber es hat immer dieses, ich weiß es nicht, es schmeckt immer nach Muff irgendwie. Es ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist nicht gut. Ich verstehe, was du meinst. Also ich würde das niemals schauen, gerne, wenn ich nicht eine Person daraus kennen würde, so. Damals aber, nicht, heute nicht. Kann ich verstehen. So geht es mir bei vielen Sachen. Also ich gehe auch manchmal einfach nur in Theaterstücke, weil Freunde von mir da spielen oder zu irgendwelchen in irgendwelche Filme. Das ist ja ganz normal. Es fühlt sich halt an, vielleicht weil du auch den Vergleich hast, weil ich schaue ja, wenn ich Filme schaue, schaue ich ja so das Top-Notch-Angebot, sage ich mal. Dann guckt man halt die Klassiker oder die aktuellen Hits so. Und so fühlt es sich an, als würden irgendwie kleine Kinder sich verkleiden und
große Filme spielen, sag ich mal. Ja, es kommt dilettantisch rüber, ganz oft. Naja, deswegen war das für mich immer so ein bisschen abstoßend, obwohl ich mich da bestimmt auch sehen könnte. Wenn das noch steht, habe ich auch Ende Oktober oder so was in Berlin, wo ich bei einer größeren Sache mitmache. Ein größerer YouTuber macht eine noch größere Fortsetzung von einem sehr erfolgreichen Video von ihm und da gibt es großes Ensemble. Aha. Und da sollen schillernde Charaktere drin vorkommen. Und so wurde auch ich gefragt. Die schreiben halt gerade noch das Skript. Deswegen wollen die vorher wissen, wer mitmacht, um die Charaktere da rumzuschreiben. Also da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ja. Aber so grundsätzlich weiß ich nicht. Das ist dann auch, bin ich mir ziemlich sicher, was sich nicht so ernst nimmt. Ja, und ja, nicht so, wir sind jetzt die krassen Kinderdetektive und lösen jetzt jeden Fall. Ja. Nee, unsexy. Naja. Also es sind in dem Sinne keine Schauspieler. Das sind ja wirklich dann Leute, die wollen einen Film produzieren und das darf auch so ein bisschen edgy sein, so ein bisschen lustiger und nicht so ernst. Also mache ich auch gerne. Ich mache auch solche Geschichten, dass ich in Stücken spiele oder in Filmen spiele, die halt witzig sind. So. Ja, oder wie ich dir gesagt habe, du hast ja als Playback-Typ mal mitgemacht und ich habe dir gesagt, wenn sich nochmal sowas anbietet, das würde ich super gerne machen, weil das einfach so dumm ist. Ja. Und erst recht halt für so dumme Sachen Geld zu bekommen, einfach als Playbacker irgendwo rumzustehen und so tun, als könnte man Klavier spielen. Schlagersänger, ja. Ja. Wundervoll. Also das ist was, wo ich mich sehe. So einfach, weil es halt lustig ist. Aber also wenn, dann muss es halt wirklich was Geiles sein, wo man irgendwie und selbst da weiß. Also wenn es so in die Richtung geht. Aber kannst du dir eigentlich vorstellen, nebenbei also so einen Minijob zu haben, sowas Seriöses? Ich meine jetzt sowas wie auch Servicekraft, Aushilfe. Könntest du dir sowas vorstellen? Schwarz. Nee, weiß. Nee, schwarz. Du musst dich ja nicht anmelden. Ach so. Ist es schwarz, was ihr da immer macht, schwarz? Ich mache nichts schwarz. Alles angemeldet tatsächlich, ja. Na gut, du bist ja langweilig. Nee, kommt drauf an, was es ist. Wenn ich Geld brauche, muss ich es ja irgendwie irgendwann mal machen, wenn es ausfällt. Also, keine Ahnung. Da habe ich ja wieder einen großen Respekt vor. Da sage ich auch immer mit Leuten so, wenn die halt mich ansprechen wegen Robin, so machst du mit dem Podcast und so, sage ich auch immer, ich habe da größten Respekt vor, dass er von Patreon, von YouTube und solchen Sachen lebt. Ich bin auch jemand, der jetzt nicht immer die Masse an Geld braucht im Monat. Ich komme ja auch mit, ich wohne auch in der WG und solche Geschichten und habe auch kein Auto, will auch kein Auto haben. Aber so eine gewisse Sicherheit, ja, deswegen, ich bin ja nicht nur Schauspieler, ich mache ja auch noch. Ich habe Respekt davor, wie bescheuert du bist, dass du. Es ist nicht bescheuert, es ist so, du lebst halt so deinen Traum mehr oder weniger und du vertraust auch auf deinen Erfolg, den du dann hast. Nö, würde ich jetzt nicht mal zwangsläufig sagen. Vielleicht kann man da mal ein Statement zu sagen. Wir schaffen es irgendwie nicht so chronologisch vorzugehen, aber ist ja okay. Ja, aber es braucht ja nur einen Fehltritt von dir oder eine Geschichte, die dafür sorgt, dass 80% deiner Patreon-Leute einfach wegtreten, so wegfallen, dann hast du ja nichts mehr letztendlich. Ist korrekt, aber ich bin ja jetzt kein lupenreiner YouTuber, sag ich mal, deswegen glaube ich nicht, dass es da. Ja, dir kann aber auch nicht viel passieren, glaube ich. Also das Ding ist, ich kann auch mich einfach verletzen und fall irgendwie ein halbes Jahr aus oder so, kann auch sein oder was weiß ich, dann habe ich vielleicht auch ein Problem. Aber keine Ahnung, es ist natürlich, jeder Elternteil, jeder Erwachsene sagt, es ist halt dumm so oder zumindest unsicher, klar. Ich möchte auch anmerken, dass ich schon auch noch ein bisschen mehr Patreon-Unterstützung gebrauchen könnte, denn ich habe Hunger. aber das ist halt wirklich so, wenn das hier echt gar nicht klappen würde, ich sehe mich halt einfach nicht in so einem 9-to-5-Ding so und dann würde ich halt wirklich einfach mit einem Zelt abhauen oder sowas oder vielleicht dann erstmal das machen für ein bisschen, damit ich Geld habe oder so und dann abhauen, einfach dass man immer so einen Sicherheitspuffer, also nicht jetzt hier vor Ort, brauche ich keinen Sicherheitspuffer, wenn man weggeht und dann irgendwie an irgendwas stößt, was ganz problematisch ist, dass man zumindest ein Flugticket zurück wieder irgendwie bekommt. Ja. So. Ja. Aber wegen Chronologie, also und seitdem, wie hat es denn dann angefangen mit Nosterafu? Hast du schon beim Abi angefangen oder war das erst danach? Also ich habe ja auch gearbeitet, zwei verschiedene Sachen, da komme ich gleich noch dazu. Es war, nachdem wir quasi angefangen haben, ich musste für meine Seminarfacharbeit ein Skate-Video machen, beziehungsweise habe ich mich dazu entschieden. Dafür brauchte ich eine Kamera, dann habe ich die gekauft und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt hier schon eine Kamera habe, dann kann man ja, und wir machen ja eh nur Scheiße, das hatte ich neulich erst wieder mit Kalle, jetzt kannst du alles nicht öffentlich sagen, was wir schon für Shit gemacht haben. Natürlich nichts, wo Leute krassen Schaden davon getragen haben, aber wir haben schon. Das reicht für einige Abende zu erzählen, was da halt für Shit schon passiert ist. Und dann dachten wir uns, naja gut, zumindest die halblegalen Sachen davon, da können wir ja mal die Kamera draufhalten. So. Und
ja, so hat das angefangen, irgendwie 2009, glaube ich. Ende 2009 haben wir das erste gefilmt. Es ist einfach nur so, wir haben uns an Auto dran gehangen mit dem Schlitten und sind über die Felder gerast und so ein Shit. Natürlich 2008 hatten wir schon so ein anderes gefilmt, wie ich auf dem Autodach liege und so. So kleine Sachen halt, aber nie mit dem Ziel, jetzt hier krassen YouTube-Kanal, sondern einfach ein bisschen Scheiße bauen halt. Und dann hat sich das halt nach und nach so entwickelt. Ich habe ja meinen Anfangserfolg kam durch Skate 3, Skate 2 Gameplay. Da war ich echt krass drin in der Szene. Susie Lee kennen heute noch Leute, ja. Ich war auf der Weltrangliste Platz 7 und da ist meine PlayStation kaputt gegangen. Und habe aber halt diese Gameplay-Zusammenschnitte gemacht, die sehr erfolgreich waren. Also ich habe die ersten 1 Million Klicks, was damals ja ultra viel ist. 2009 war 1 Million Klicks viel. Oh ja. Habe ich durch Skate-Videos einfach nur durch so Compilations bekommen, weil ich irgendwelche Tricks gemacht habe, die nicht jeder konnte oder halt witzige Sachen, das Spiel gebrochen, so kleine Bugs ausgenutzt und sowas habe ich gemacht. 1 Million Zuschauer, ich glaube irgendwie 3000 Abonnenten oder so, ja, was ja auch ordentlich war für 2009. Und dann sind wir halt nach und nach so ab 2009, 10, so Ende der Wechsel, sind wir langsam umgestiegen auf echte Videos. Da kam dann auch das Ninja-Video 2010 und da hat sich das nach und nach so ergeben. Also so 10 Jahre jetzt, ne? Ja. Ist schon gut. Und wie gesagt, es war nie irgendwie, jetzt wären wir erfolgreich. Und es gibt ja auch nach wie vor, es gab ja nie so das krasse, feste Team, sage ich mal. Am Anfang mit dem Auto und so, da war halt Nils dabei, weil einfach ein Kumpel war so, ja, jetzt hast du auch mal beim Film mitgemacht. Einfach, weißt du, jeder, der Bock hat, kann mal mitmachen und so. Das ist natürlich auch alles übelst unprofessionell, alles total dumm eigentlich so. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, nie den Anspruch, jetzt machen wir eine große Produktionsfirma. Wie gesagt, wenn das mit der Millionärswahl geklappt hätte, würde es heute vielleicht ganz anders aussehen. Dann hätte ich gesagt, hier, was ist echt, Kalle Herodes, ich, wir machen jetzt hier 5 Jahre, finanzieren wir uns, gucken mal, wo die Reise hingeht und machen das wirklich Vollzeit. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, wenn ich das mehr oder weniger alleine mache. Ich kann ja nicht jeden Tag 8 Stunden filmen. Also könnte ich schon, mich selber so. Aber es muss ja auch immer mindestens einer da sein, der die Kamera hält. Ja. Und der muss auch Zeit haben so. Und ja, die Qualität würde natürlich auch darunter leiden, wenn jetzt jeden Tag irgendwie auf Krampf 8 Stunden gefilmt wird. Ja, ja. Stimmt schon. Deswegen bin ich ja dann auch so ein bisschen auf Streaming umgestiegen. Also nicht nur nicht umgestiegen, aber zusätzlich. Das ist ja dann, ja, da ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht den großen Plan hat. Da streamt man halt einfach mal so. Ja. Aber 2011, nach dem Abi, habe ich dann erstmal ein FSJ angefangen in Buchenwald. Als Aufseher. Da, ja, die als Aufseher. Die haben da wieder, ich war wirklich Aufseher, nachts immer. Nur nicht im KZ, sondern im Schullandheim, beziehungsweise in der, wie heißt das, Jugend... Ach, die haben es in Jugendherberge. Jugendherberge, genau. Ironischerweise, ja. Ja. Nicht eine Jugendherberge, sondern eine Jugendherberge. Ich bringe jetzt Kinder unter im Buchenwald. Genau. An der Blutstraße, nicht links hoch die Blutstraße, sondern rechts in den Wald rein. Ich kenne die. Ja, ich kann im Grunde über den Laden nur lästern. Der hat dann auch meine Haltung zementiert, dass ich keinen Bock auf so eine Scheiße habe. Die haben mich erstens wie so ein Assi behandelt. Einfach nur, weil ich halt in der Rangliste ganz unten war. Und alleine das geht halt für mich gar nicht. Für mich muss halt irgendwie jeder Mensch gewissermaßen gleichwertig sein. So, ja. Ich verstehe das, das ist so ein, ne, es gibt einen Chef, der sagt, wo es lang geht, so, aber wenn der Chef sich als was Besseres fühlt, dann ist halt schon Schluss für mich. Also so sollte es nicht Respekt sein. Sollte da sein, egal, genau. Egal ja, für wen. Weil ohne mich, klar, man kann mich ersetzen, so, aber ohne mich wäre es ja auch schlechter für den Laden, also sollte man mich zumindest irgendwo gleichwertig behandeln, finde ich. Ja. Weil ist jetzt auch nicht so, dass ich entitled bin oder so. Es war mir auch egal. Ja, ich habe meine Kopfhörer reingemacht, habe halt da den Scheiß gemacht. Ich war auch so Sam für alles, habe halt wirklich alles da gemacht, auch wo ich keine Qualifikation dazu hatte und so. Und habe meine Mucke dabei angemacht und war mir egal. Aber ich finde das trotzdem einfach dumm, wenn Leute da wie Scheiße behandelt werden. So. Nicht, dass es mich jetzt persönlich betroffen hat. Wie gesagt, ich kann das ausblenden. Aber ich weiß, dass es das gibt und habe das da so gemerkt. Ich habe halt meine eigenen Konsequenzen zugezogen. Ich habe halt den dann Snickers geklaut jeden Tag. Aha. Ja. Und dann nach 2 Monaten habe ich mir aber gesagt, nee, das geht gar nicht, weil ich auch Nachtschicht machen musste, so dass du am Samstag so Schicht hast um 12 bis um 8. Dann gehst du pennen und am Sonntag früh um 6 musst du da aber wieder auf der Matte stehen. Und dann hattest du auch Nachtschicht, die anfing abends um 6 bis zum nächsten Morgen um 6, also quasi 12 Stunden geht.
Und ich durfte offiziell da auch nicht schlafen. Ich musste allzeit bereit sein. Mhm. Habe ich auch einfach abends Eis geklaut. Sehe ich gar nicht ein. Ja. Und halt nur so eine Scheiße. Und das halt für die 300 Latten da im Monat. Das war echt ganz großer ja, Müll. Das dient ja auch zur Orientierung so ein bisschen beruflich und dass man sich engagiert. Also ersetzt ja auch so ein bisschen den Wehrdienst oder dieses, wie heißt das, das andere davon. Bundesfreiwilligendienst. Nee, Zivildienst hieß das damals, genau. Ach so, ja. Deswegen, ja, ist es so ein bisschen auch für die gedacht, die noch zu Hause wohnen, aber sich ein bisschen engagieren wollen. Ja, du wirst ja trotzdem wieder Sam behandelt. Du wirst oft ausgebeutet. Und das ist bei Radioleute ganz anders. Ja, genau. Ich habe da halt einfach wesentlich mehr gemacht, als die anderen, die da wirklich gearbeitet haben. Und dann auch wieder dieses Ding, vielleicht habe ich damit einfach ein Problem. Oder ich weiß, dass es ein Problem ist. Viele Probleme der Menschheit kommen daher, dass der Mensch oder das Individuum sich selbst zu ernst nimmt. Ja. So. Und dann, wenn ich das so in Mikrokosmen beobachte, das war, ich glaube, da habe ich tatsächlich gecringed, ja, was ich eigentlich nicht kann. Vielleicht war es cringen. Da hat so ein Typ, also ein Mitarbeiter von uns, hat halt Essen gemacht so, ja, stellt es alles hier in diesen geilen Fahrstuhl rein, fährt es hoch, so geht weg und auf einmal kommt er runtergerannt. Hechtet sich an den Herd. Da oben ist eine Laktoseintolerant. Ich habe ihr Grießbrei gemacht. Alter, das muss ich doch vorher wissen. Zack, 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 zack. Und rennt wieder hoch, um dieser Person jetzt Essen zu bringen. Und ich denke so, oh Gott, Alter, klar. Die kann ja auch mal warten für ein paar Sekunden. Ja, die kann doch mal ganz kurz, Alter, und dann. Es ist ja gar nicht so schlecht, ja. Man muss jetzt auch nicht gut finden, was ich sage. Es ist ja nicht schlecht, wenn man dafür sorgt, dass diese Person etwas zu essen hat. Aber da so ein Drama draus zu machen, als würde man gerade irgendwie. Weiß ich nicht, im Weißen Haus arbeiten und Russland hat gerade einen Krieg erklärt und muss jetzt ganz schnell hier, aber und dann, ey, wasch den Teller schnell ab, ich brauche hier einen extra Teller. Oh Gott, also solche kann ich auch bei mir in der Küche damals. Da gab es auch die dachten, sie bewegen gerade die Welt genau und das, mit einem Teller, der gerade irgendwie nicht sauber gewesen ist, den sie gerade gereinigt haben, spontan, obwohl es meine Aufgabe war. Ganz, ganz unangenehm. Ja, das. Ich will euch das jetzt nicht absprechen, wenn ihr das in eurem Job macht, aber weiß ich nicht, nehmt euch vielleicht ein bisschen weniger ernst. Ja, es geht eben nicht um Leben und Tod. Ja. Außer ihr seid jetzt Ärzte, ja, dann. Ja, dann, passt gut ja, auf, wie gesagt, aber dann sonst, auf jeden Fall, aber es muss halt irgendwie eine gewisse Verhältnismäßigkeit da sein, finde ich. Naja. Und dann, was habe ich denn dann gemacht? Danach habe ich, glaube ich, ich habe mich beworben für ein Kunststudium wie Hitler, bin auch abgelehnt worden und habe da einfach dann ja quasi. Genau, dann bin ich in die Politik gegangen und habe noch immer noch gejobbt. Das war in dem Jahr, hier ist kein Mülleimer, glaube ich. Hier. Außer in deinem Mund. Ach, das war, als ich mein Abi gemacht habe, habe ich mich dann beworben für Kunst, bin ich genommen worden. Von wem? Bauhaus-Uni hier, Medienkunst tatsächlich. Die ganze Bauhaus-Uni hat dich genommen. Genau, durchgenommen. Hm. Die haben mich halt nicht genommen, leider. Ach so. Ich bin in der zweiten Runde rausgeflogen. Ah. Und da war ich so enttäuscht und dachte, nee, was will ich denn jetzt studieren? Weiß ich gar nicht. Mhm. Hab halt ein Jahr pausiert, hab halt noch gejobbt in der Großküche und hab Musik gemacht, hab die Partei gegründet hier in Weimar, das war zu dem Zeitraum. Und hab mich halt engagiert und mich dann, ich hab noch auch gedreht nebenbei natürlich und hab dann aber nicht eingesehen, Schauspiel zu studieren. Ich dachte, das brauche ich nicht. Das war sehr blauäugig, merke ich gerade. Okay. Und dann habe ich mich halt beworben für ein pädagogisches Psychologiestudium. Aber und da muss ich kurz reingrätschen. Ja. Ist es beim Theater jetzt nur so oder generell? Weil theoretisch, wenn du jetzt einmal einen Durchbruch hast, ist doch allen scheißegal, ob du Schauspiel studiert hast, oder? Aber hab den erstmal. Also ja, natürlich, ich werde halt sehr oft auch nicht zu Castings eingeladen, weil ich keine Schauspielausbildung habe. Okay. Und es gibt auch Schauspielgewerkschaften und gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz an ausgebildeten Schauspielern zu nehmen. Also dann wird schon genau geguckt, dass du auch Schauspieler hast, weil das ja auch ein Beruf ist, ein richtiger. Ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind halt auch scheiße. Einmal wieder mehr bestätigt. Vielleicht. Das kann ich so nicht sagen. Es ist in den USA ja ganz anders, ja. Da wird ja für jeden Scheiß gecastet. Da kriegen ja auch die, zum Beispiel Marilyn Monroe und James Dean, war es glaube ich auch, die wurden wegen ihrem Aussehen gecastet, wegen ihres Aussehens gecastet und haben danach als Schauspielunterricht bekommen. Aber hier ist es halt ganz krass so, du wirst gar nicht erst zu Castings eingeladen, bekommst auch keine Agenturen ohne Ausbildung oder du bist irgendwie berühmt geworden. Und da kommt Schloss Einstein ins Spiel. Das war für viele auch ein Sprungbrett, dass sie auch ohne Ausbildung weitergekommen sind. Das wäre jetzt halt sonst gesagt, wenn du sagst, okay, ich habe hier schon bei den 10 Sachen mitgemacht, das muss ja auch irgendwas wert sein, oder richtig, nicht? Ist bei mir jetzt auch der Fall. Ich habe auch eine sehr lange Vita, hab viel gedreht, viel gemacht, viel Erfahrungen, aber trotzdem werde ich oftmals auch nicht eingeladen, weil die sagen, da fehlt noch eine Ausbildung und Theater sowieso, da hast du verkackt ohne Ausbildung. Hart.
Ja, Theater ist eh nicht so cool. Ich finde meine Expertenmeinung. Also ich schon, ich würde... Es ist nicht mein Medium. Ich mein Traum ist es, am Nationaltheater hier in Weimar zu arbeiten. Okay. Langfristig. Klar, ich war jetzt für ein paar Jahre im Nachwuchsverein, hab da gespielt und durfte auch große Rollen, auch Hauptrollen spielen. Aber ich wurde halt nicht bezahlt dafür. Es war halt so Nachwuchsverein leider nur. Weil Theater, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig ohne Ausbildung. Naja, dann kommst du jetzt einfach mit dem Brennpunkt Internet groß raus und dann sagen die, oh, diesen Star, den wollen wir. Also wenn Kronk jetzt sagen würde, hey, krieg ich mal ein Stück bei euch, da würden die sofort ja sagen. Einfach weiß ich nicht, weiß ich nicht. Klar, komm. Oh, wir sind das Nationaltheater, wir müssen hier seriöse Kunst machen. Hm. Ja, die haben ja schon irgendwie recht. Jedenfalls war das dann habe ich halt studiert mit Pädagogik, Psychologie und so für 12 Semester. So heißt das, Pädagogik, Psychologie. Nee, ich will das nicht sagen. Ich will auch noch ein bisschen Mystery in meinem Leben. Ah, okay. Deswegen sage ich nicht, wie mein Studiengang hieß, aber es war was Pädagogisches mit psychologischen Inhalten. Und eigentlich brauchst du nur 7 Semester dafür, ich habe 12 gebraucht, weil ich einfach die letzten... Ich muss kurz rechnen, die letzten 5 Semester eigentlich nichts gemacht habe, außer Schauspielen und Musik machen und Geschichten. Und habe halt einfach BAföG noch ein bisschen bezogen, solche Geschichten. War fair. Richtig, und habe dann jetzt erstmal einen Bachelor gemacht. Bist du durch Prüfungen durchgefallen? Oder null, ich habe alle bestanden, außer Spanisch, aber das war eh freiwillig. Einfach dir Zeit gelassen und es war jetzt nicht so, dass du nochmal was wiederholen musstest oder so. Ich habe mir einfach Zeit gelassen, genau. Also ich hätte auch locker fertig werden können, aber ich habe halt Filme gedreht, ich habe Engagements gehabt, Theater gespielt. Und habe erst dieses Jahr im April meinen Bachelor gemacht, quasi meine Bachelorarbeit geschrieben und bin jetzt ein ausgebildeter Mensch. Mensch, ja. Ich wollte dann raus aus dieser Scheiße, denn sonntags ist auch kein Bus da hochgefahren. Dachte ich mir, nee, jetzt immer mit dem Fahrrad da hochgurken, das ist irgendwie nicht so geil. Das einzig Geile war es, Brett mitzunehmen. Also nicht an dem Tag, wenn ich mit Fahrrad komme, aber ne, mit dem Brett runter von Buchenwald in die Stadt rein. Das war ein großer Spaß. Aber egal, irgendwann meinte ich nach 2 Monaten, das ist hier nichts, wir werden hier nicht warm. Und habe dann in meinem Vertrag gesehen, dass ich gar nicht so einfach da raus kann. Ja. Ich komme nur raus, wenn ich gekündigt werde. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Oh. Auf dem Punkt habe ich alles gemacht, damit ich da rausgeschmissen werde. Ich habe 2 Wochen lang da nur Scheiße gemacht. Ja, hab einfach mich hingesetzt und geschlafen im Sessel und so. Das fanden die alle nicht gut, aber irgendwie, danach war dann so ein Seminar, irgendwie haben die trotzdem nicht gewollt, dass die mich da rauswerfen. Ich weiß es nicht so. Ich habe natürlich trotzdem irgendwie was gemacht, so, aber hab natürlich gefundenes Fressen. Und dann war ich bei diesem Seminar und dann meinte die Frau so, ja, wir müssen mal reden. Irgendwie der Betrieb sagt irgendwie, dass du schläfst auf Arbeit und so und dass du irgendwie nur Quatsch machst und Musik hörst und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte da bitte raus. Und ich habe gesehen, ich kann nicht einfach so raus. Können die mich bitte langsam kündigen? Ja, das können wir jetzt ja nicht entscheiden. Das ist aber sehr schade, bist du dir sicher? Und so. Und einen Tag später hatten sie mich dann gekündigt. Das war ganz gut, aber das wusste die Person zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ging es doch irgendwie auf Nachfrage? Ja, nee, also es ging schon von denen aus so. Ah. Also vielleicht haben sie auch gemerkt, vielleicht wollten sie mich noch zappeln lassen, weil sie wussten, dass ich raus will und keine Ahnung. Und dann hat es doch funktioniert. Dieses Seminar war auch ganz nice noch, muss ich sagen. Ich war nämlich danach noch bei einem FÖJ im Waldorf-Kindergarten, direkt anschließend. Und da waren die Seminare nicht so geil. So, da aber die halt Arbeit vielleicht ein bisschen besser. Genau, so, da komme ich jetzt auf jeden Fall zu meiner Lobeshymne. Denn kann ich jedem empfehlen, also gut, ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass es genauso entspannt wird wie bei mir. Aber ich habe da gefühlt genau diese 5 Stunden gearbeitet. Ich hatte nämlich eine Mittagspause. Ich habe auch relativ nah da gewohnt, konnte direkt dann heimgehen in der Mittagspause, so 1,5 Stunden, während die Kinder halt gepennt haben. Und dann bin ich halt hinterher nochmal 1 Stunde oder so, habe dann halt sauber gemacht und dann war mein Arbeitstag vorbei. Und innerhalb von diesen 5 oder sagen wir 6 Stunden Arbeit hatte ich dann noch 1 Stunde, wo ich einfach nur mit dem Fahrrad von dem einen Kindergarten zum anderen fahren musste, das Essen holen und zurückfahren, was ich auch nicht als Arbeit angefühlt habe, sondern einfach halt ein bisschen Fahrrad fahren, was ich ja eh mache. Ja. Dabei auch wieder Musik oder Podcast hören, dadurch auch damals auf Radio Giga und David Hein und so gestoßen. Und super sweet, da kann ich echt nichts dagegen sagen, da war ich 10 Monate, es war super entspannt, mit Kindern kann ich eh gut, aber habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, das ist jetzt nichts, was ich 30 Jahre machen kann. Du hast das Gefühl, du verdummst da ein bisschen. Ja. Weil die Kinder natürlich unterhaltsam so, aber da gibt es halt keine tiefen Themen, sag ich mal. Und da denke ich auf jeden Fall gerne zurück an die Zeit, aber ich würde es auch noch mal machen, aber du hast, glaube ich, jetzt so, außer FÖJ kommst du nicht jetzt einfach mal so
als Arbeitender in den Kindergarten rein ohne Ausbildung. Nee, nee. So. Also maximal ein unbezahltes Praktikum oder ja, du hast halt einen Buff, die so Bundesfreiwilligendienst, das kannst du halt machen. Ja. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Aber da haben auch alle gesagt, oh, das kann nicht ganz toll, das kann nicht ganz toll, ich soll doch diese Scheiße weiter versuchen oder verfolgen. Aber nee. Macht keinen Sinn, wenn du merkst, es ist nicht dein Ding, dann ist es halt es so. Es ist ja mein Ding, aber halt nicht auf lange Sicht. Ja. So, da, nee. So, nee, nee, nee. So ging es mir das, auch. Da sitzt du dann da, das ist halt auch so ein Ding. Und dann fallen Sprüche oder ein Kind fällt auf die Schnauze und du darfst halt nicht lachen. Das ist halt ein großes Problem. Da, ich habe die Mutter von ihm war schwarz, der Vater war weiß, also er war so ein bisschen dunklerer und die waren auf einer Anti-Nazi-Demo. Ja? Und am nächsten Tag kommt er in den Kindergarten und sagt zu seinem besten Freund, ich spiele heute nicht mit dir, ich bin Nazi. Und ich sitze daneben und muss mir so hartes Lachen verkneifen. Ach, wie süß. Ja. Großartig. Und nur so Geschichten. Also das war wirklich großer Spaß. Und ich musste dann auch so ein Projekt machen im Rahmen von meinem Seminar. Und da habe ich so ein Tipi gebaut aus so Holz, so eine geile Behausung für die Kinder. Ja. Das kam auch richtig gut an. Ich war halt der einzige Kerl da, die Mädels, ja, nichts gegen die, aber die machen halt irgendwie nicht so aktive Sachen irgendwie. Und ich habe halt mit denen permanent so Saltos und so ein Shit gemacht. Ja, ja. So eine Rolle. Habe die so hochgeworfen und mit denen auch mal was geschnitzt und so. Das durften die in der im Waldorf-Kindergarten. Ja, ja mit Messern. Ich durfte in meinem Kindergarten nicht schnitzen. Und super coole Sachen und deswegen war das ein großer Spaß. Ich habe auch in meinem Praxissemester gemerkt, dass dieses, was ich studiert habe, dass das so auf lange Sicht auch nicht geil ist. Also ich habe dann ja in einer psychosomatischen Reha-Einrichtung gearbeitet, habe auch Therapien durchgeführt und habe Sprechzeiten gehabt, Seminare gemacht und so vor den Leuten. Das waren die Leute, die früher sehr krank waren, psychisch meistens, und die jetzt ins Berufsleben zurück wollen, also eine Reha halt. Und ich habe die so ein bisschen vorbereitet wieder auf den Berufsalltag. Und es hat schon Spaß gemacht, mit denen zu reden und die zu beraten. Und es gab auch verschiedene Charaktere und verschiedene Geschichten auch, die man so mitbekommt. Aber irgendwie habe ich keine Lust, mit Kranken zu hantieren jeden Tag. Die sind so eklig. Ja, also man sagt ja auch, der einzige Unterschied zwischen einem Psychologen und dem Patienten ist der Kittel. Und es ist ja auch langfristig so, dass du irgendwann, wird es für dich normal, solche Leute anzutreffen. Und ich habe da auch großen Respekt vor Leuten, die das können. Ich kann es ja eigentlich auch. Also ich kann das auch mit Abstand betrachten und ich lasse mich da nicht runterziehen. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich halt Feierabend und denke nicht über die Geschichten nach. Aber ich will mich halt trotzdem nicht belasten damit irgendwie. Und es war auch so, dass ich irgendwie nicht jeden Tag gern hingegangen bin. Und ich habe mir auch der kreative Output so ein bisschen gefehlt. Klar ist die Arbeit mit psychisch Kranken immer anders, weil es ja auch alles Menschen sind, die individuell sind. Und immer die Geschichten sind auch anders, du hast immer neue Probleme. Aber irgendwie war mir das nicht kreativ genug im Sinne von künstlerisch. Also ich will dann schon mit den Leuten, wenn dann theaterpädagogisch arbeiten, das kann ich mir vorstellen. Mit Laien oder mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen Theater spielen, das kann ich mir eher vorstellen. Aber so dieses ins Klinikum kommen und dann immer therapieren, das ist irgendwie, und dann hast du alle 5, 6 Wochen ein neues Set an Menschen, weil die ist ja auch die Therapie durch und dann fängst du wieder von vorne an und so. Und es ist immer so, die kommen und gehen und dann kommen sie auch wieder irgendwann. Weiß ich nicht. Ich habe auch mal in der geschlossenen gearbeitet für ein paar Monate. Was haben sie dir gesagt, dass du da gearbeitet ja, hast? Hier ist dein Zettelkram. Das war auch sehr spannend. Dann war ich noch ein halbes Jahr im Praktikum als Pressesprecher, also als Assistent des Pressesprechers von einem Klinikum. Und noch ein halbes Jahr Praktikant bei einer Lokalzeitung. Habe da halt Fotos gemacht und Umfragen gemacht. Hier bei uns oder genau, was? Genau, bei der TA in Weimar. Und das sind so die Sachen. Also ich habe viel Praktikum gemacht und viel reingeschaut in verschiedene Dinge und nichts gefunden, was und nichts gefunden, wo ich sage, das ist richtig geil. Und so geht's mir ja auch. Das ist ja vielleicht dann unser gemeinsamer Nenner. Das Einzige, was ich halt geil finde, ist, so am Filmset oder auf der Bühne zu sein. Das ist so, was ich auch nicht klar, es ist schon Arbeit, aber das würde ich gerade sagen. Es ist für mich so, ich investiere gerade in etwas Energie, was ich geil finde, wo ich was davon habe am Ende. Ja. Es gibt auch mal Probentage, die ich scheiße finde, oder auch mal Drehtage, die ich scheiße finde, oder auch Sachen, die ich gerade nur mache, weil ich halt Geld verdienen muss. Das gibt's eben auch mal. Aber es ist immer noch besser, als irgendwie jeden Tag in der Klapse zu arbeiten. So habe ich halt für mich gemerkt. Ja. Für mich. Also wenn es euch anders geht, ist es ja. Also das, ohne Spaß, da bin ich voll bei dir. Ich habe halt auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel
Also ich glaube, ein Stream von mir habe ich schon mal als anstrengend empfunden, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil es dann halt abends ist so und dann wird man halt irgendwann auch mal müde. Aber sonst irgendwie, wenn ich normal Film gehe und auch normalerweise streame oder so, habe ich noch nie als Arbeit empfunden. Ja. Und ich glaube, so sollte es im besten Fall ja auch sein. Und man kann, ja, es ist halt auch ein Privileg, sagen zu können, dass mein Traumjob gerade ist auch manchmal herausfordernd. Mhm. Wenn es immer nur schön wäre, wäre das ja auch nicht das Richtige. Ja. Also das ist ja so ein bisschen dieses typische Yin und Yang. Es muss ja auch mal irgendwie Sachen, du wirst keinen Job finden, der zu 100% nur geil ist oder nur Sachen besteht, die du gerne machst. Also selbst im Schauspiel gibt es manchmal Sachen, die du nicht gerne machst. Aber also wirklich, wenn wir Film waren, wenn es irgendwie dumm war oder so, war eher weil Wetter oder also so äußere Umstände oder weil, keine Ahnung, der Kameramann keinen Bock hatte oder irgend sowas. Mhm. Aber so das Film an sich habe ich jetzt noch nie als anstrengend oder als sonst was wahrgenommen. Also aber es ist doch schon immer wieder auch eine Überwindung, Leute irgendwie anzusprechen oder sich gerade reinzuwerfen in eine Szenerie, wie du halt irgendwie auf dem Boden dich rumkräkelst vor Leuten, die erstmal nicht wissen, was Phase ist. Ja, das ist ein witziger Insider, den du ansprichst. Das haben die Berlin Twins immer gemacht, sich einfach nur auf den Boden legen und also ich bin ja schon ein bisschen anspruchsvoller als ja, das. Ja, ich sag nur, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es kann bisweilen mal ein Eisbrecher brauchen so, aber im Grunde kann ich auch von 0 auf 100 so mehr oder weniger. Einfach für die Stimmung an sich vielleicht, für den Eisbrecher, keine Ahnung. Du hast ja auch, Wenn ich jetzt alleine Quote Quest filme zum Beispiel und ich nicht mit jemand anderem was zusammen mache, dann mache ich halt einfach so. Aber wenn man zu zweit, zu dritt ist, dann braucht es auf jeden Fall irgendwie erstmal einen Eisbrecher. Ja. Ja. Das ist mir schwer gefallen, habe ich dir auch gesagt, so dieses Leute gerade irgendwie ja, verarschen oder auf den Arm nehmen gerade, die nicht wissen, dass sie gerade gefilmt werden und ich komme mir dann irgendwie dumm vor. Mhm. Ich mache mich gern zum Obst auf der Bühne oder vor der Kamera, weil dann für alle klar ist, das Setting, ja, das macht er gerade, um Kunst zu machen. Weil sie es vorher wissen und nicht erst hinterher. Genau, und deswegen ist es mir sehr schwer gefallen. Aber ich finde, das habe ich auch neulich mal jemandem erzählt, das ist ja gerade irgendwie, um es zu trainieren, soziale Interaktion, voll gut, weil du immer die Ausrede hast, Ich hab mich jetzt seltsam verhalten, weil da ist eine Kamera. Weiß ich nicht. Also nicht, dass ich das so verwende, aber für Leute, die damit ein großes Problem haben, ich habe halt dieser Person geraten, hey, komm doch mal mit mir mit. Wir filmen mal. Es muss ja nicht veröffentlicht werden, aber weißt du kannst dann mal trainieren, mit einer Person einfach ein Gespräch anzufangen, was du dich niemals trauen würdest, einfach so. Und wenn es schief geht, kannst du immer noch sagen, hey, übrigens, da drüben ist eine Kamera, wir haben das jetzt aus dem und dem Grund gemacht. Oder ich sag's sogar für die Person, hier, ich bin die Kamera, das ist jetzt ja bla bla. Ja. Und dann alles, was vorher seltsam war, kann ja dadurch relativiert werden. So. Und das andere, was ich auf jeden Fall in dieser verbleibenden Sendezeit noch loswerden wollte, weil ja viele sagen, so Influencer und so, das ist doch kein Job und so. Das war natürlich früher noch mehr. Ich bin da teilweise auch dabei, also Belle Delphine, die ihr Badewasser verkauft und ab und zu mal ein Nude von sich postet, das ist jetzt kein traditioneller Job, aber man muss es halt auf jeden Fall mal im Verhältnis sehen. Wenn man jetzt einen James Cameron nimmt, der Regisseur von Titanic, von Avatar, also das mit den Blauen, nicht der ganz miserable Avatar, wo es M. Night Shyamalan war. So, die machen einen Film, der unterhält dich 2 Stunden lang. Du schaust den Film auf 10 Jahre gesehen, sind wir mal großzügig 10-mal. Hast du 20 Stunden Unterhaltung. Diese Leute verdienen so einen Arsch voll Geld. Und wenn du das im Verhältnis siehst, ich nehme jetzt mich als Beispiel, jemand, der mich seit 5 Jahren verfolgt, ob das jetzt irgendwie, dass ich eine Instagram-Story mache oder selbst wenn es nur ein Tweet ist oder mal ein Video von mir guckt, wenn man da zusammengesetzt aus diesen 5 Jahren, gut, bei James Cameron habe ich schon 10 Jahre genommen. Nimm mal bei mir nur auch die 10 Jahre. Wenn man da, weiß ich nicht, 100 Stunden Unterhaltung hat, ja, und ich nicht ansatzweise das Budget von einem James Cameron habe, dann ist es doch irgendwie schon trotzdem okay zu sagen, beides ist eine Form der Unterhaltung, hat seine Daseinsberechtigung und kann demnach auch als Job gewertet werden. Natürlich hat es James Cameron vielleicht ein bisschen schwieriger, da muss die Schauspieler directen und so. Gut, der macht jetzt nicht gute Filme, gut, ja, Titanic war gut, aber, ne? Das ist eine riesen Verantwortung. Der macht auch gute Filme, ja, das verstehe ich alles. Ist auch okay, der soll sein Geld haben. Aber das Endprodukt, was beim Nutzer ankommt, ist einfach nur erstmal Unterhaltung. So, es ist kein Mehrwert da. So, und ich würde sagen, ich habe den einen oder anderen Mehrwert vielleicht schon geliefert, ja, auf Cringe and Confidence, ein gutes Video. Naja, doch, ich finde schon, dass das
die Menschen das manchmal brauchen. Die brauchen halt Kunst und, kulturelle Inhalte. Ich sag ja gar nicht, dass James Cameron scheiße ist, obwohl Avatar ziemlich scheiße ist. Ja, was er jetzt macht, die Filme an sich kann man gerne kritisieren, aber ich finde so diesen Berufsstand, auch wenn es Blockbuster sind, man muss halt es einfach seine, so, selbst Belle Delphine, das ist halt einfach irgendeine Sau, die hier halt ihr Badewasser verkauft, aber für Millionen Leute bietet sie wahrscheinlich täglich sogar irgendeine Form der Unterhaltung, selbst wenn es nur pornografischer Natur ist oder so. Ja. Und das irgendwie abzusprechen, geht halt meiner Meinung nach nicht. Unterhaltung ist Unterhaltung. Welche Form davon, das kann sich jeder individuell aussuchen. Und wenn ich jetzt in der Vergangenheit über Stunden hinweg Leute unterhalten habe und die mir als Danke dafür ein bisschen Geld auf Patreon geben, dann finde ich das absolut fair. Ja. So. Auch die Definition eines Jobs, ja, das ist ja, wenn du etwas tust, wofür du Geld bekommst und deine Miete bezahlen kannst. Deswegen ist die Definition sehr einfach, ob du jetzt Pornos drehst, ob du jetzt Arzt bist oder Influencer bist. Solange du von dem, was du machst, leben kannst, ist es halt ein Job. Und da finde ich das immer sehr arrogant, wenn Leute sagen, was die Influencer machen, ist doch kein richtiger Job. Doch ist es, auch die haben eine Verantwortung, auch die müssen zusehen, dass sie an Geld kommen, weil das ja kein regelmäßiges Einkommen ist. Ja, also ich würde es echt gar nicht so an den Finanzen festmachen, einfach nur, ob sie irgendjemand etwas geben oder nicht. So, und wenn, gehen wir auch von mir weg, wenn Belle Delphine dich unterhält und du willst sie im Gegenzug mit 30 Euro für ihr Badewasser unterstützen, völlig legitim. Ja, keine Frage, sehe ich auch so. Wenn die Nachfrage da ist und letztendlich. Das entscheidet ja jeder für sich. Ja, da bin ich auch sehr liberal. Finde ich auch, wenn es geguckt wird, gekauft wird, hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn es halt keinem schadet. Ja. So, und auch Schlager, Volksmusik, muss man nicht hören. Aber die verdienen halt ihr Geld zurecht, wenn Leute sagen, die finden das gut und kaufen das halt. Ja. Dann ist es halt so. Schön. Tut keinen weh. Und ja, ansonsten Werdegang. Hast du noch was? Weiß ich gar nicht. Ich kann natürlich jetzt noch die Sachen auspacken, die ich so gemacht habe. Millionärswahl hatte ich ja angesprochen. Ja. Oder auch die Kochsendung. Meine Produktplatzierungen für Universal. Mhm. Hätte jetzt fast wieder eine gegeben, hat leider nicht geklappt. Ärgert mich sehr. Mhm. Wäre geil geworden und der Film scheint auch sehr gut zu sein. Da ging es um wie heißt der Original? Alter. Der neue Seth Rogen-Film auf jeden Fall. Ihr wisst, wen ich meine. Hat leider nicht funktioniert. Und ansonsten schauen wir mal, ob das in der Zukunft noch was mit sich bringt. Und die Sache mit dem Berliner YouTuber, der da so ein Projekt hat. Ich werde euch auf jeden Fall informieren. Da wird man mich vielleicht mal in einer traditionellen Schauspielerei sehen. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube auch, dass du so ein gewisses Talentchen hast. Das ist halt glaub das Problem. Ich kann halt alles. Ja. Ich kann alles und ich will alles mal probieren, aber ich habe keinen Bock, mich irgendwie 5 Jahre auf ein Studium einzuwurschteln. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns. Du hast viele Talente, aber machst nichts. Und ich habe keine Talente, aber ich mache viel. Ja, sehr ich kann gut. mich immer so durchwurschteln durch alles. Ich kann weder Schauspiel noch irgendwas anderes, aber ich mache es einfach. Mhm. Das ist mein Ding. Und apropos Job, ich habe jetzt 3 Drehtage jetzt über das Wochenende. Da verdiene ich wieder Geld. Menschenrechtspreis. Ach so, warte mal. Dieser Werbespot. Aber gut, du hast gesagt, da gibt es kein Geld. Für dich gab es Geld, für mich hätte ich es nicht. Ja, ich bin ja auch Darsteller, ich bin Schauspieler. Weil ich habe ja gesagt, grundsätzlich würde ich da auch mitmachen, aber wenn es kein Geld gibt, nö. Nee, also die Komparsen bekommen kein Geld, das ist dann eher freiwillig. Für eine gute Sache, da kannst du kein Geld verleihen. Ich habe mich mal angemeldet, ich wollte mal einen Juden spielen. Aha. Damals, ich habe mich hier, bei Buchenwald haben die so einen Film gedreht. Im Nachhinein total dämlich, ohne Spaß. Habe ich mich angemeldet, bin auch genommen worden als Jude. Ach, als Häftling. Und, ja, genau. Ich war auch da. Du warst da auch? Ich habe auch einen Häftling gespielt. Hast du dir die Haare rasiert? Komplett, ja. Ja, und ich wollte das zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, jetzt, und deswegen habe ich drauf gesagt. Ja. Ja, eben, das ist halt so dumm. Ich wollte es da einfach nicht. Ach, schade, hätten wir uns vielleicht gesehen. Also es wäre jetzt auch nur als Gag gewesen. Es gab ja irgendwie 150 Euro oder sowas, weiß ich nicht, für 3 Tage. Also es war... Für mich gab es ein bisschen mehr, aber... Vielleicht war es auch mehr, ich weiß nicht. Das kann auch ein anderer Film gewesen sein. Die haben Nackt unter Wölfen haben sie gedreht, ja. da war ich nicht dabei. Ach so, aber für den habe ich, also da wäre ich dabei gewesen. Ach so, dann nicht, nee, weil ich hatte nämlich ein paar Wochen vorher oder später habe ich dann gedreht, Der Ursprung der Gewalt, L'Origine de la Violence, so ein französischer Buchenwald-Film. Wenn hier keiner kommt, können wir ja auch ein bisschen überziehen, oder? Sind die schon da, die wollen? Nö, und da war ich dann Kleindarsteller, da habe ich dann auch gespielt und Text gehabt. Mhm. Ja, ein bisschen Text hätte ich auch gehabt, aber ich wäre auf jeden Fall nicht irgendwie Hauptdarsteller oder sowas gewesen. Naja, aber immerhin, so, schade. Dann hieß es halt Haare rasieren und ich so, ja, das ist mir den Gag jetzt nicht wert. Ich bin halt wirklich nur, oh, Jude spielen, witzig. Ich weiß es auch nicht. Ich war jetzt wirklich nicht, dass ich mich fürs Schauspiel oder so da interessiert habe dran, sondern einfach nur, lol, das ist hier, ich spiele mal einen Juden. Ich weiß auch nicht. Ich gebe dir gerne mal Empfehlungen, wie ich so an meine Rollen komme. Das ist manchmal auch relativ einfach ohne Ausbildung. Also es gibt so manche Wege, auch so Kleindarstellergeschichten und Komparsensachen. Ich muss ja auch Komparsensachen manchmal noch machen, weil ich halt Geld brauche. Ja. Und ich, ist auch noch ein großes Geheimnis jetzt zum Schluss, ich
mache aber auch noch einen Nebenjob, so falls es mal echt gar nicht läuft. Mhm. Also gerade ist es ganz gut so, ich könnte jetzt gerade vom Schauspiel leben aktuell, aber es ist halt manchmal auch lange Zeit nicht so. Mhm. Das ist halt dann sehr schade. Ja, hol mich da mal rein. Also zumindest die lustigen Sachen. Ja. Oder was weiß ich, ne, lustig in Klammern. Ein Jude sein ist nicht lustig. Ja, es ist ja immer individuell, ob es lustig ist, letztendlich. Ja, aber es ist so besondere Sachen, wo es, weißt du, wo man für die Memes hingehen kann. Mhm. Hey, lol, ich war mal ein Jude. Das ja. Sowas. Ich war, glaube ich, meine Rolle hatte einen grünen und einen gelben Winkel. Ich glaube, gelb war Jude. Und was war grün nochmal? Kriminell? Bestimmt. Ich war ein krimineller Jude, glaube ich. Mhm. Aber das überschneidet sich ja sowieso, das ist doch eine Schnittmenge. Ja. Kriminell und Jude? Es ist richtig, ja. Aber es gab tatsächlich, im Buchenwald gab es halt immer so Winkel, weißt du, ja? Und so Rosane für Homosexuelle und Rot für Kommunisten. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass mein Leben so eine Chronik der verpassten Chancen ist. Ja, siehst du? Nee, aber weil jetzt in kürzester Zeit war halt dieses Universal-Ding, wo ich echt Bock drauf gehabt hätte, was dann zeitlich nicht mehr geklappt hat. Und auch bei dem Magic Cup hätte ich mitmachen sollen jetzt. So ein großes Turnier. Wo bist du nicht hingefahren? Berliner YouTuber. Sie haben dann halt letzten Endes doch. Also da war eine so ein Block dabei und von dem Block haben sie dann doch drei Leute genommen. Drei von derselben Quelle sozusagen, was total dämlich ist. Aber ich war halt dafür eigentlich vorgesehen. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein wäre ich sowieso nicht da gewesen, weil ich wahrscheinlich der beratende Experte von David Hein gewesen wäre. Ja. Der ist da aber jetzt nicht hingefahren, weil er familiäre Probleme hatte. Das heißt, wahrscheinlich wäre sowieso ausgefallen. Ja. Und dann lieber vorher hören, es wird nichts, als dann einen Tag vorher erfahren, nee, dein Partner steigt aus. Ist das gefilmt worden auch alles? Das ist gelivestreamt über Hand of Bloods Kanal und Unge hat ihn gedingst auch über seinen Twitch und so. Es war ein Riesen-Event auf jeden Fall. Er hätte es auch ordentlich Geld gegeben. Du wärst Berater gewesen. Ich wäre der Profi sozusagen. Ah, okay. Weißt du, ein Influencer vorne zockt und hinter ihm steht ein Profi und sagt ihm, wie es geht. So ungefähr. Ah. Und ich wäre halt Experte gewesen, weil Magic, da macht mir keiner was vor. Du ja beides. Du bist ja Prominenter und bist ja ein Magic. Ich bin ein Magic. Genau. Und Galileo hatte uns auch mal angefragt, habe ich die E-Mail zu spät gelesen. Für was? Wollten die einen Beitrag über euch machen? Die wollten einen großen Beitrag machen, weil Halloween war. Ja. Und wir sind ja die Prank-Experten und zu Halloween Streiche spielen, bla bla. Wollen so einen riesen Beitrag machen und ich habe es halt irgendwie drei Tage nach Halloween gelesen. Ach schade, das wäre ein richtiger Push für euch gewesen, glaube ich. Ist richtig, ja. Auch damals noch den Push von Millionärs, weil das hätte man halt übelst ausnutzen können, aber ich hatte halt immer keinen Bock. Klar, es ist halt finanziell und marketingmäßig und einfach wirtschaftlich oder was auch immer. Das ist ja total dämlich, aber sorry, das bin ich halt. Ist ja und jetzt bin ich halt auf Spenden angewiesen. Ist auch irgendwie schön, dass du das nicht so als wichtig empfindest. Ich bin auch gefragt worden von Galileo mal, ich sollte ein Stephen Hawking-Double sein und bin dann nicht genommen worden, weil ich von zu weit weg komme. Erst meinten sie, ja, du passt optisch genau. Du passt. Guter Burn auf jeden Fall. Also als junger Stephen Hawking, bevor er erkrankt wurde, war ja auch so ein Lauch, Brille. Ja. Hornbrille und so. Und dann haben sie gesagt, die wollen meine Fahrtkosten nicht zahlen. Also sie hat mir eine Gage bezahlt, lustigerweise. Hättest du nicht einfach sagen können, übernehme ich selber? Habe ich auch dann geschrieben, habe gesagt, ja, die Gage reicht raus dafür. Das war auch gar nicht schlecht. Da habe ich dann gesagt, für die Gage kann ich auch so hinfahren. Dann haben sie gesagt, nee, wir nehmen lieber einen hier aus der Umgebung. Okay, voll dumm. Da bin ich nicht genommen worden. Aber er sah auch besser aus als ich, also noch mehr als als Stephen Hawking als ich. Okay. So, ja, lieber Robin, wir haben das Ende unserer Brennpunkt-Hörerwunsch-Reihe erfasst. Ja. Wir müssen doch, glaube ich, tatsächlich. An diesem Punkt können wir aber sagen, was der nächste Hörerwunsch ist, oder? Ja, wir reden das nächste Mal über Veganismus. Ich kotze. Oh, die Öko-Fotzen kommen. Ja. Es ist ja gefragt worden, ob wir nicht mal über Ernährung reden, über Veganismus, weil ich ja ein Experte bin und gerne alle Cringe und Birne, die nicht meiner Meinung sind und nicht alle als Nazis bezeichne, die nicht vegan leben, wird es sehr spannend, sehr lustig. Und ich werde viele Argumente auseinandernehmen, die so gekommen sind. Auch ihr könnt uns gerne schreiben auf YouTube, per E-Mail oder per Instagram. Könnt ihr mal eure Fragen einsenden und Fragen stellen. Macht das. Ich trinke seit kurzem Sojamilch tatsächlich. Keine richtige Milch mehr? Nee. Willst du jetzt umsteigen? Oder ist ja, es mehr oder weniger. Ich schmecke halt nichts. Also folglich schmeckt Milch sowieso nach gar nichts. Und die Sojamilch hat so einen Spritzer Vanille drin. Somit habe ich da so einen süßen Beigeschmack, den ich ja mitkriege. Also meine Zunge funktioniert, meine Nase nicht. Ja. Mädels, meldet euch bei mir. Ihr könnt stinken. Egal. Reibt euch das selber zusammen. Auf jeden Fall bin ich dabei. Sprechen wir mal drüber. Nice, ich freue mich. Über das Für und Wider oder was auch immer. Ich bin ja selber kein Fleischesser, aber mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob Leute Fleisch essen. Also,
ich weiß, moralisch ist es mir eigentlich nicht egal und umwelttechnisch ist es mir nicht egal, aber ich bin keiner, der sagt, du solltest kein Fleisch essen. Ich bin auch so kein Militant. Ich werd nur zum Bock, wenn Leute irgendwie gegen Veganer argumentieren oder wenn sie irgendwie sinnlose Argumente einbringen, die überhaupt nicht stimmen. Mehr dazu im nächsten Hörerwunsch, am nächsten Mittwoch oder übernächsten Mittwoch. So ist es. Wir freuen uns ja auf euch.